Auf der Agritechnica stellt Challenger die neuen Raupen der E-Serie vor und stößt damit bei der Zylinderzahl in eine neue Dimension vor. So haben die großen Raupen der Serie MT800E zukünftig sage und schreibe 12 Zylinder unter der großen Haube. Mit 637 PS Maximalleistung hat das neue Topmodell MT875E immerhin fast 30 PS mehr als sein Vorgänger, die MT875C. Wir hatten auf einem großen Ackerbaubetrieb in Polen schon vorab die Möglichkeit, das zweitgrößte Modell, die MT865E, zu fahren. Auf der Straße ist die Raupe zwar nach wie vor mit knapp 40 km/h unterwegs, aber das Revier der Boliden ist ja auch der Acker. Doch bevor es losgeht, werfen wir einen Blick unter die Haube. Hier gibt der neue EGCO Power V12 den Takt vor. Mit 16,8 Litern ist der Hubraum zwar tatsächlich kleiner als vorher beim Sechszylinder von Caterpillar. Dafür erfüllt das Aggregat aber die Abgasstufe 4 mit einem SCR-Katalysator und einer elektronisch kontrollierten, wassergekühlten Abgasrückführung. Alle Modelle können jetzt mit einem belüfteten Deluxe VRS-Sitz in Stoff oder Leder bestellt werden. Und das neue AutoGuide 3000 kann entweder über den kleinen Armlehnenmonitor oder den großen C3000 mit Touchscreen bedient werden. Damit bei Lenkbewegungen der Raupe nicht immer gewaltige Seitenkräfte auf die Geräteanhängung übertragen werden, sind Zugpendel und Hubwerk seitlich schwenkbar. Das System wurde allerdings komplett überarbeitet und ist jetzt auch für das Topmodell MT875E lieferbar. Durch die geänderte Positionierung der zwei Hydraulikzylinder konnte außerdem der Schwenkwinkel vergrößert werden. So zieht die MT875E mit ihren 583 PS den 7 Meter breiten Horsch Terrano 7 FM mit 11 km/h fast 30 cm tief durch den Boden. Die knapp 70 cm breiten Laufbänder bringen die volle Zugkraft mit weniger als 4% Schlupf auf den Boden. So lag hier die Flächenleistung bei gut 7 Hektar pro Stunde. Bei einem Dieselverbrauch unter Volllast von 94 Liter pro Stunde war das bei pflugtiefer Arbeit auf dem polnischen Boden ein Dieselverbrauch von 13 Litern pro Hektar. Für deutsche Betriebe noch interessanter als die MT800 dürfte die neue MT700E sein. War vorher die MT765D das Spitzenmodell, ist dies jetzt die MT775E mit 50 PS mehr Leistung. Die Power kommt bei den neuen Modellen aber nicht mehr aus dem in der D-Serie bereits vorgestellten Sechszylinder von EGCO Power. Bei der neuen E-Serie setzt Challenger auch noch einen drauf. Der 98-4 hat nämlich 7 Zylinder und 9,8 statt 8,4 Liter Hubraum. Außerdem wurde der Dieseltank von 527 auf 773 Liter vergrößert. Wie bei den großen Raupen gibt es auch für die MT700E jetzt das C3000-Terminal für die GPS-Lenkung. Dann kann sich der Fahrer in Ruhe auf sein Arbeitsgerät konzentrieren, während die Satelliten die Spurführung übernehmen. Um die Kraft auf den Boden zu bringen, sind jetzt 22 statt 16 Frontgewichte à 45 Kilogramm möglich. Und auch der Unterwagen kann jetzt beidseitig bis zu einem maximalen Einsatzgewicht von 17 Tonnen ballastiert werden.
Wie bei den großen Raupen gibt es auch für die MT-775E serienmäßig Hubwerk und Zugpendel der Kategorie 4 sowie wahlweise die große Ölpumpe mit einer Förderleistung von 321 Litern pro Minute. Und nicht zu vergessen den belüfteten semiaktiven Fahrersitz sowie die elektrisch geklappte Leiter. Die E-Serien der MT-700 und MT-800 Raupen sollen laut Challenger ab Frühsommer 2014 lieferbar sein. Die größte MT-875E startet mit einem Listenpreis von gut 427.000 Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer wohlgemerkt.